Hey ho und herzlich willkommen hier zurück zu einer neuen Folge von Guild Wars 2, die Legende von Nevers-Kisan in der Path of Fire Erweiterung. Und wir haben letztes Mal, nachdem wir ein Unterwassertempel sozusagen erkundet haben, auch diesen netten Streitkolben bekommen. Ich bin ganz ehrlich, den werde ich auch jetzt anlegen. Weil mehr Kraft, mehr Waffenstärke, Vitalität, das gefällt mir. So. Ist Illusion. Klasse. Wir klauen hier keine Bücher aus einer verstaubten Bibliothek. Wir ziehen gegen einen gefährlichen Feind in die Schlacht. Ich sagte ja, klasse. Ja, ist auch klasse. Bisschen. Yay! Bisschen Motivation, Leute. So, ihr könnt vor mir nichts verbergen. Nein. Ich bin eigentlich weder Mann noch Frau. Habt ihr das gewusst? Ich bin ein S. Haben viele Leute zumindest behauptet, dass ich ein Etwas wäre. Wissen ist Illusion. Wissen ist Illusion. Ist klar, dass Wissen Illusion ist. Aber Wissen ist auch Macht. Das. Jetzt ist die Frage, was ist wichtiger? So, dann wollen wir mal. Das ist sehr frustrierend. Ich komme wieder und meine Megalaser werden euer Schiff entstehen. Geht an Bord des Luftschiffes. Aber hallo. Alle Mann an Bord! Wir gehen im Auge des Betrachters. Nettes kleines Wesen da. Also nicht das untere, das obere meine ich. Einen Augenblick bitte. Ich hätte euch gern gesprochen. Natürlich, Türhörn. Mein guter alter Freund, was gibt's? Ein beeindruckender Anblick und eine Erinnerung daran, wofür der Pakt kämpft. Ich glaube, unser Experiment ist bereit. Wir sollten wieder hineingehen. Geht voran, Marshall. Die Schiffe sind die Krone aller Schöpfungen des Pakts. Eine Kombination aus Asura, Char und Menschentechnologie. Schick. Der Pakt entwickelte diese Luftschiffe, um Saitan in jedem Element angreifen zu können. Zu Lande, zu Wasser und in der Luft. Nett. Da ist das nette Auge. Oder anders gesagt, schau mir in die Augen, Kleines. Hi, Professor Gore. Kommandeur, darf ich euch Professor Gore vorstellen? Ein Vordenker der Theorie, dass die Altdrachen Magie verschlingen. Und Gelehrte Vivian, Expertin der Auferstandenen. Wir werden eine kleine ätherische Ladung durch das Auge des Saitan schicken, um herauszufinden, was es gesehen hat. Wir wollen miterleben, was es sah, als wir es töteten. Und da orianische Magie unberechenbar ist, seid ihr hier, um die Lage unter Kontrolle zu halten. Ah. Aber Unberechenbarkeit sorgt für Unerwartetes. Das muss nichts Schlechtes sein. Eigentlich werden so die meisten Entdeckungen gemacht. Stimmt. Aber die meisten Entdeckungen beschwören nicht den Zorn Saitans auf ihre Entdecker herab. Ganz im Gegensatz zu diesem toten Auge. Wir wissen nicht, was die Manipulation des toten Auges bewirkt. Deshalb sind wir auch nicht im Vor der Dreifaltigkeit. Und deshalb ist der Kommandeur da. Fangen wir an. Schön. Also ich soll's dann killen oder wie? Erneut. Ätherische Werte normal. Bereit für den Testbeginn. Exzellent. Ätherischer Infusor auf mein Zeichen. 3, 2, 1. Aktivieren. Alle Werte sind im akzeptablen Bereich. Subjekt ist stabil. Es funktioniert. Bestätigt. Projektorstrahl ist feuerbereit. Kommandeur,
würdet ihr uns die Ehre erweisen? Oh, ich darf auf den großen runden Knopf drücken. Rakete los! Der Apparat funktioniert. Wie wissen wir, wann die Resultate verwendbar sind? Wir werden jeden Moment etwas sehen. Seht! Da! Das ist unser Ergebnis. Da? Ach, da! Auferstandene Menschen? Es funktioniert. Wir sehen das Letzte, was das Auge vor seinem Tod gesehen hat. Soldaten, wohin marschieren sie? Und warum? Ich frag sie mal. Hi. Oh, schade. Ist das eine Art untoter Diener? Was trägt er denn da? Eine Kiste. Sieht wie ein Speer aus. Speer. Eine... Achso, Speher. Okay. Kein Speer, sondern Speher. Ich wollte gerade sagen, Speer? Hä? Es ist vollbracht. What the fuck? Mond? Habt ihr das gesehen? Satans Agent hat gerade ein mächtiges magisches Artefakt verschlungen. Das habe ich, Professor. Eure Theorie ist bestätigt. Aber was für eine Kreatur war das? Beenden wir erst die Tests, dann kommt die Deutung. Marshal Treherne, seht dort, noch ein Auge. Was bedeutet das? Ich weiß nicht. Kommandeur nach vorn. Etwas stimmt nicht. Das ist Unglück. Na komm. Auferstandene Raupen. Bei allen Göttern. Was war das? Das Brüllen und das andere Auge. Es sah uns an, in uns hinein. Satan sieht, was es sieht. Wir sind hier weder fertig noch außer Gefahr. Kommandeur, zu mir. Natürlich. Natürlich geht's mir gut. Reißen wir den Schleier weg, der Satans Diener verbirgt. Seid bereit. Niemand weiß, wie viele sich uns stellen. Aber wir riskieren nicht, jemanden mitzunehmen. Deine Klinge ist der Tod. Auferstandenes Gespenst. Also, ich wusste gar wusste zwar, dass hier Tote auferstehen können, aber das sind ja eigentlich mehr die Körper statt die Geister. Nö. Achtung, da gibt es noch mehr von diesen Dingern. Wo? Oh, da. Ja, es ist unklug, dass die hier uns angreifen. Da hast du recht. So. Und da hinten ist noch einer. Zack. Komm mal ein bisschen Stückchen näher. So, erstmal den da. Und jetzt. Na komm. Ich reinige dich. Natürlich halte ich stand. Was? Da hinten. Zack, Bart. Treherne, pass auf. Nicht, dass du mir auch noch. K.O. gehst hier. So. Ich spüre keine Auferstandenen mehr. Ich glaube, die Luft ist rein. Unsere Funde bedürfen genauer Analysen. Aber zuvor möchte ich euren ersten Eindruck hören. Ich glaube, wir haben nun den endgültigen Beweis, dass der Drache durch diese Augen sieht. Die Ausschläge, das An- und Abschwellen der Magie, alles passt.
Wenn Saitan mit diesen Augen sieht, dann isst er vielleicht mit diesen Wesen, die nur aus Mund bestehen. Ich schließe mich dem an. Saitans Agenten dienen als Erweiterung seines Körpers, die seinen Willen ausführen. Die Augen schauen, die Münder verschlingen. Das beantwortet tatsächlich viele Fragen meiner Theorie. Jetzt wissen wir, wie der Drache jagt und frisst. Das ist ein Fortschritt. Wir dürfen nicht aufgeben. Wenn das Töten der Augen Saitan teilweise blendet, dann entzieht ihm das Töten der Münder die Nahrung. Paktspäher haben einen Mund zu seinem Versteck verfolgt. Ich möchte, dass ihr rausgeht und dafür sorgt, dass Saitan Hunger leidet. Ja, ne? Aber dann müssen wir ja aufpassen. Sonst, wenn Saitan Hunger leidet, ja, dann werden doch seine Anhänger so eine Organisation gründen wie Brot für Saitan. Gott. Ich kann ihn besiegen, greifen wir dann direkt an. Unbekannte zu kämpfen ist riskant, unterbrechen wir die Nahrungshilfe. Achso. Für den Mund ist aufzuhalten, ist sicherer, aber garantiert nicht unbedingt den Erfolg. Ist gefährlicher, aber erfolgsversprechend. Dass er besiegt werden kann. Ach komm, hier direkt. Wir hauen ihn direkt in die ins Maul. So, ein Babanhelm. Nee, einen Vorbereiterhelm. Oder einen Dingshelm. Ich glaube, wir nehmen hier so einen Vorreiterhelm. Irgendwie hat der am meisten Kraft. Und ihr wisst ja, Kraft ist wichtig. Ja, ich kann ihn sogar noch nette zerlegen. Sachen. Das ist wirklich nett. Zack. So, dat. Na komm. Dat, 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 dat und dat. Okay. Dann schnell mal verkaufen. Ja, ich mach's extra mal schnell mal so verkaufen, weil sonst müll ich mir persönlich das Inventar so voll. Ich weiß, einige würden es vielleicht anders machen und so, das ist mir aber jetzt in der Hinsicht erstmal relativ, ne? So. Achso, ja. Instanz verlassen. So. Wo? Da hinten. Gott. Und das Ding ist gerade umkämpft. Ernst, ist euer Ernst. Das Ding ist gerade umkämpft. Na ja, toll. Dann mache ich hier und dann reite ich hoch. Ist viel einfacher, seitdem hier Pass of Fire Erweiterung. Seitdem man hier halt Reittiere hat. Ich meine mal, die Gleiter sind zwar auch sehr praktisch, gerade wenn du von einer höher gelegenen Ebene runter musst, aber es bringt nichts, wenn du auf diesen Ebenen hier zum Beispiel, bringt das nicht allzu viel. Ja, lass mich in Ruhe. Ernsthaft? Das kleine Stück? Ich fühle mich stark. Meine Herren, dass sie auch direkt dieses kleine Stück. Komme ich hier rum? Nee, ne? Scheiße. Hier rum komme ich nicht so gut. Ach Gott. Vorbei. Wir machen es ganz einfach. Nee, geht nicht. Okay. War ja mal ein Versuch wert. Ich fühle mich stark. Ah.
Dann schwimme ich halt eine Runde. Dann schwimme ich halt eine Runde rum. Ich glaube, hier vorne kann ich gut an Land gehen, wo der eine Untote da steht. Ah. Von irgendwo werde ich... Ich fühle mich stark. Wollte gerade sagen, von irgendwo werde ich doch attackiert hier. Ja, lass mich in Ruhe. Lass mich verdammt nochmal in Ruhe. Alter! Fick dich. Meine Fresse. Kümmert euch um den da. So. Hier kommt der Schmerz. Tod. Na toll, hier komme ich auch nicht mal lang. Lass mich in Ruhe. Ich würde sagen, das war daneben, mein Freund. Da ist ein... Meine Fresse. Alter! Du scheiß Nervensäge! Lass mich in Ruhe! Gott! Ist ja schlimmer als ein Vertreter! Also so ein Haustürvertreter. Ja, dale. Guck, guck. Ist auch schön. Die haben andere Reittiere, deswegen können die da so hochjumpen. Und ich darf natürlich außen rum, um zu gucken, ob ich hier irgendwo irgendwas finde, was auch nur im Entferntesten mir hilft. Meine Herren. Komm ich hier irgendwo rein? Sieht nämlich gut danach aus. Ja, schön herrlich. Was? An einem Baum hängen geblieben, ey. Ich glaub's nicht. Kommt alle. So. Ich glaub mal irgendwo. Oh, eine Agentin. Hallöchen. Da sind ein paar Agenten. Nett. Finde ich ja nett, dass da auch Agenten sind. Hallöchen. Ach, Gott sei Dank. Ein Camp. Gott sei Dank. Ein Camp. So kann ich jetzt mal wenigstens in Ruhe schauen. Da hinten in die Ecke müssen wir. Aber das werden wir erst in der nächsten Folge machen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr schaltet auch in der nächsten Folge wieder ein, wenn es denn weitergeht hier bei Guild Wars 2. Die Legende von Liverskisan in der Path of Fire Erweiterung. Ja, in Ohr sozusagen. Also, tschüss, ciao, euer Livers.